Herzlich willkommen an der Fachhochschule Salzburg. Ich bin Janni und werde dich nun durch den Dschungel der Zeitaufzeichnung führen. Du wirst sehen, im Grunde ist es ganz einfach. Doch wozu die ganze Eintragerei? Interessiert das überhaupt jemanden? Ja, denn die FH ist gesetzlich dazu verpflichtet, die Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aufzeichnen zu lassen. Aber du wirst sehen, das geht ganz einfach. In wenigen Sekunden wirst du in aller Kürze alles Wichtige erfahren. Hier siehst du die Tabelle, die dir helfen wird, deine Zeiten korrekt zu erfassen. Einige Dinge sind bereits im Voraus ausgefüllt. Darum musst du dich also gar nicht kümmern. Das sind die Monatstage und die Wochentage. Auch die gesetzlichen Feiertage sind markiert. Hier wirst du merken, dass du nichts eintragen kannst. Denn an diesen Tagen darfst du nicht arbeiten. Für jeden weiteren Monat gibt es eine separate Monatsübersicht. So, jetzt zu dem, was du tun musst. Im ersten Schritt müssen drei Felder einmalig ausgefüllt werden. Dein Name sowie das Eintritts- und das Austrittsdatum. Diese Angaben werden auch in den Folgemonatstabellen übernommen. Die Felder Arbeitszeit und Arbeitstage pro Woche sowie Änderungen müssen in jedem Tabellenblatt neu eingetragen werden. Diese Angaben findest du in deinem Dienstvertrag oder deiner Dienstvertragsänderung. In diesem Schritt solltest du nicht vergessen, auch gleich die wöchentliche Normalarbeitszeit einzutragen. Dazu kannst du die Arbeitsstunden an den fixierten Arbeitstagen für den ganzen Monat eintragen. Die Angaben dazu findest du ebenfalls in deinem Dienstvertrag. Gratuliere! Die erste Etappe ist geschafft. Im nächsten Schritt geht es darum, die Eintragungen am jeweiligen Arbeitstag korrekt vorzunehmen. Hier geht es also um die Erfassung der täglichen Arbeitszeit. Ein kleiner Tipp am Rande. Trage täglich ein, wann du kommst, Pause machst und wenn du nach Hause gehst. Und zwar dann, wenn du in die Arbeit kommst und gehst. Im Vorhinein oder Nachhinein ausfüllen ist nicht korrekt. Also hier bitte darauf achten. Die Berechnung deiner Arbeitszeit erfolgt automatisch, sprich, du musst hier nichts weiter tun. Solltest du mal länger als 6 Stunden arbeiten, musst du gesetzlich eine halbstündige Pause einlegen und diese auch eintragen. Dein Tag sollte die 10 Stunden nicht überschreiten und in einer Woche nicht die 50-Stunden-Marke knacken. Okay bisher. Doch was mache ich, wenn ich krank bin oder Urlaub habe? Zuallererst gilt es hier zu beachten, dass du deinen Urlaub mit deinem oder deiner Vorgesetzten vereinbaren und den unterschriebenen Urlaubsschein vor Urlaubsantritt im Original in der Abteilung Personal und Recht abgeben musst. Im Falle eines Krankenstandes gib bitte unverzüglich deinem oder deiner Vorgesetzten und der Abteilung Personal und Recht Bescheid. Für beide Fälle findest du in der Tabelle ganz rechts das Feld Anmerkungen. Hier kannst du zusätzliche Informationen erfassen, eben zum Beispiel, wenn du Urlaub hast oder krank bist. Wichtig ist hier zu beachten, dass keine Kommens- und Gehzeiten erfasst werden. Da dir die Zeit aber gut geschrieben wird, bitte das Feld Arbeitszeit manuell korrigieren. Bei Zeitausgleich oder Tagetausch ist keine manuelle Korrektur deinerseits notwendig. Denn hier ist es korrekt, wenn Stunden abgezogen werden. Dein Zeitsaldo wird dann am Ende des Monats automatisch errechnet und die Plus- oder Minusstunden in den nächsten Monat übertragen. Mit deiner Unterschrift bestätigst du, dass deine Zeitaufzeichnungen korrekt und vollständig sind. Dein Vorgesetzter oder deine Vorgesetzte ist für deine Aufzeichnungen ebenso verantwortlich wie du und muss diese ebenfalls unterzeichnen. Im letzten Schritt bringst du oder schickst du die Aufzeichnungen unverzüglich, aber bis spätestens 10. des Folgemonats im Original in die Abteilung Personal und Recht, im 1. Stock der FH Salzburg, am Campus Puch-Urstein. Ich hoffe, dass ich dir helfen konnte. Falls du noch Fragen hast, kannst du dich jederzeit bei uns melden. Viel Erfolg!